Gewitter im Kopf hat was Neues hochgeladen. Tourette kocht Big Mac Salat. Big Mac Salat klingt wirklich nach einer Sache, die... Also Salat und Big Mac, bin ich ganz ehrlich, das hat für mich nicht viel miteinander zu tun. Ich bin trotzdem gespannt und freue mich unglaublich auf die kommende, auf dieses kommende Video von Gewitter im Kopf. Let's go, der Hase. Ich bin gespannt, wie Gisela mich wieder hier wegfrontet auf andere Art und Weise. Was ich jetzt mache? Nein, schneid das Kabel nicht. Nein, nicht das Kabel von der Lampe durchschneiden. Jan... Jan, ich sterbe sonst. Nicht das Mikrofon durchschneiden. Wieso hat Jan wieder ein Messer in der Hand? Ich habe extra alles umgedreht, damit man die Marken nicht sehen kann. Kühne. Gut, dass man das... Kühne Tafelessig. Alter, Tim schneidet mittlerweile richtig Chock. Das Markenlogo von beiden Seiten legen. Also, wir legen einfach los. Wenn ich du wäre, würde ich probieren, wie eine Zwiebel roh schmeckt. Muss ich? Du musst nicht, aber du kannst. Und da ja, er spielt auf einmal, ist, wenn ich du wäre, okay? Ich glaube, das ist Formatdiebstahl an der Stelle. Da würde ich mich auf jeden Fall mal ganz kurz an meinen Anwalt wenden und der gibt dann da tatsächlich die Abmahnung raus. Damit herzlich willkommen beim neuen... Ich bin Christian Solmecke, Wildeburger und Solmecke mein Name und der wird jetzt hier abgemahnt. Du hier auf unserem Kanal, Leute. Ja, wir sitzen hier mal wieder in altbekannter Position, weil wir heute... Nein! ...mal etwas, kann man sagen, etwas Gesünderes begeben. Ja, eigentlich schon, heute ein bisschen gesünder. Es ist ein Salat aus Big Mac, das ist kein bisschen gesund. Wenn man die Soßen dann ausblendet. Auf jeden Fall hat es... Stimmt, Hackfleisch ist mega healthy. ...mit Salat zu tun. Ja, ein Big Mac Salat quasi. Ein Big Mac Salat. Ja! Im Nachhinein weiß ich nicht, ob das mit den Soßen eine gute Idee war, weil die sind alle offen und... Ich interessiere mich auch mehr für den Essig. Finger weg davon, Gisela, das ist nicht lecker. Aber hilft Essig nicht auch bei Ameisen? Ja, aber du hast keine Ameisen in deinem Mund. Nee, wenn die dich vollgepinkelt haben, hilft das. Was? Ja, genau. Dafür haben wir so Burger-Patties, Salat haben wir hier. Wie? Ich finde es immer so geil, wie Tim immer so, wir haben das, wir haben das und wir haben das. Und Gisela einfach mittendrin komplett. Füllen, Tomaten, da gibt es noch so Scheibenkäse. Also das ist gar kein Salat, sondern das ist ein Burger. Ey, ich dachte als Kind wirklich mal, jetzt könnt ihr mich alle im Chat Retard schimpfen. Ich dachte als Kind, ich war 4 Jahre alt, ich dachte immer, es heißt Scheidenkäse, weil der ja geschieden ist, also in einzelne geschieden, also ich dachte halt immer, ja, ist egal. Also ich dachte immer, es heißt Scheidenkäse, es ist kein Witz, bis ich dann verstanden habe, dass Scheidenkäse was ganz anderes ist. Reden wir nicht drüber, reden wir nicht, hört auf mich zu beschimpfen im Chat, das muss nicht, nein, Scheibengeister. Also das heißt, ein Big Mac als Salat, macht das Sinn? Du bist hässlich. Weißt du denn, wie es aussehen soll, wenn es fertig ist? Ja, ich blende hier mal ein Bild ein. Obwohl ich... Das sieht nicht mal aus wie Salat, das ist einfach nur ein Burger in der Schüssel, das ist absolut widerlich, ekelhaft, wer macht sowas? Ich hätte schon mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass das bei uns bestimmt nicht so aussieht. Nein! Hä? Warst du heute eigentlich schon duschen? Ich meine Haare waschen. Junge, mach doch nicht, Digga, schlag ihm doch einfach mal... Da ist nichts rausgekommen. Da ist was rausgekommen, doch. Boah, zum Glück. Okay. Es ist auf seinem Kopf. Ich sehe das schon, wir müssen nämlich gleich schon. Kann ich nicht anlügen, es tut mir leid. Ist da was rausgekommen? Na, und hops. Was? Ich hab. Ja. Hey, ich hab gedacht, da wäre wirklich nichts rausgekommen. Das, das war das Blut von Hundebabys. Nice. Nein, das war Ketchup. Wir wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Schreibt mal... Gisela so böse, Mann. Gisela so böse. ...in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das gut geht. Ich habe mich irgendwie kein gutes Gefühl bei den ganzen Sachen, die hier rumstehen. Oh, ich habe ein gutes Gefühl. Du hast ja auch nicht den Ketchup auf dem Kopf. Okay, los geht's. Also, als erstes... Du Arschmaus! Kleine Arschloch, geile Sau. Neue Beleidigung. Like. Sollten wir uns erstmal in die Zwiebeln ranmachen. Ich guck noch mal kurz, wie viele das waren. 3. 6 Zwiebeln brauchen wir. 3. Meinst du immer, wenn du Zwiebeln schneiden musst? Ich weine eher wegen deinem Gesicht. Und hops mal wieder. Ah! Nichts passiert. Jetzt müssen wir noch die Gurken schneiden. Es ist echt immer besser geschnitten. Es ist immer echt besser geschnitten. Ich kann schon mal die Soßen reinmachen. Ja. Muss das nicht so geschichtet werden? Nicht einfach, ihr schmeißt ja alles gerade übereinander. Das ist ja jetzt schon mal falsch, was ihr da macht. Also ich habe noch nie einen Big Mac Salat in meinem Leben gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, wie das aussieht. Und das, was ihr da macht, sieht nicht mal ansatzweise jetzt schon danach aus. Falsch. Mal. Zwei Teelöffel Essig. Ich mach so. Nein. Das sind 2 Teelöffel. So, und jetzt noch. Ah, nee, ist ja genug drin. Ich glaube, das reicht schon Essig. Nein! Dann 6 Esslöffel Dressing. Friend. Dressing. Dressing. 3. Warum muss denn da Essig rein, Alter? Essig ist ja so nasty, Mann. Was soll das da drin? 3. 4. Keine Sorge, die AdSense-Einnahmen kommen schon noch. Mach dir mal keinen Kopf, deine Miete ist gedeckelt. Gedeckelt oder gedeckt? Man weiß es nicht. Du wirst nicht mehr lachen. Eine halbe Tube Mayonnaise? Eine Tube, das ist aber keine Tube. Das ist sowas Längliches. Ist eine Tube, ne? Steht da nicht wie viel?
Nö, da steht. Alter, allein dieser Salat hat eine halbe Tube Mayonnaise drin. Wie kann das denn geil schmecken, Digga? Hast du mal Salat gegessen? Noch nie in meinem Leben. Ich bin Vegetarier. Wenn du eine einen hast, dann google mal. Was ist eine halbe Tube? Mach mal die Hälfte rein. Ist das schon angebrochen? Boah, das ist aber schon sehr viel. Alter. Dann kommt, Ich will mehr! Nein, das ist doch schon so viel! Fette sind Geschmacksträger. In dem Falle wichtig, dass da mehr reinkommt. Ganz wichtig. Oh, lecker! Oh. Oh, nee! Blödes Arsch. Also, ich meine, das war vorher schon eklig. Ich glaube, das macht jetzt nicht mehr so viel Unterschied. Hast du gerade mein Essen beleidigt? Weißt du, was das ist? Nein, was ist das? Ist das Katzenfutter? Nein, das ist Menschenfutter. Ich fütter. Alter, entspann dich doch mal bitte. Du willst das doch noch essen, oder? Mann! Ich fütter dich. Bah! Digga, warum lässt du sie noch auspacken? Warum lässt du ihn auspacken? Nimm es ihm doch einfach weg. Das ist für meine Katze. Du hast doch gar keine Katze. Nein, das stimmt nicht. Und getriggert, Gisela, da kickt's. Die Fresse. Ich habe wohl eine, sie existiert. Siehst du sie nicht? Sie existiert. Hat er wirklich keine Katze? Ich sehe da keine Katze. Sie existiert. Nein. Hör doch auf, mich zu triggern, Junge. Also nicht in dieser Wohnung. Zumindestens. Ist es. Das haben wir schon mal. Du Arschloch. Ich hab du blödes Inzestkind. Total. Fick dich. Ich würde gern wissen, ob diese neurologische Krankheit bewirkt, dass er teilweise die Gesichter von anderen Leuten sieht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man zu Tim Inzestkinds sagt, da muss er ja gerade einfach bei 4D gesehen haben. Verhalt mich hier doch ganz ruhig. Ich hasse dich mehr als den Spaß mit den Katzenohren. Scheiße, Alter. Und hops. Aber immerhin bin ich nicht derjenige, der von Gisela am meisten gehasst wird. Scheiße. Hast du es gehört, Sebastian? Ganz genau gehört, ja. Du hast meine Katze verleugnet. Du hast ja auch keine. Fresse! Du hast meine Katze verleugnet. Ich besitze sie. Und wo ist die? Okay, weiter. Wo ist die? Miau! Jetzt brauchen. Hast du sie gehört? Jetzt brauchen wir zwei Teelöffel Tomatenketchup. Junge, Alter! Wir machen einfach einen großen davon. Aber warum von Ketchup nur so wenig? Ach ja, gut. Sollen wir ein bisschen mehr Ketchup reinmachen, ja, okay. Weil, damit sich das Verhältnis irgendwie ein bisschen ausgleicht. Oh, das hat die liebste Rotfarbe. Ah, du stehst auf Rot, ne? Du stehst Nein, auf ich schon wieder! Du stehst doch auf Rot! Nimm es! Nimm es! Ah. Ja, ich färb dich ein wie deine rote Kachba. Wie deine rote Kannst du mal aufhören? Wie deine rote Kachba, Junge, das kommt davon. Wenn du im Bootshaus mit Rothaarigen, das ist nie passiert, ich hab nichts gesagt. Hey, Junge. Sei dankbar, ich hab dich in deine Lieblingshaarfarbe eingefärbt. Hallo, das geht nicht. Hallo, guten Tag. Nicht auf das Brett drauf. Er sagt dann auch so ganz ruhig, nicht auf das Brett drauf, das Brett wird sonst rot, das wollen wir doch nicht. Warte. Ja, das hilft. Oh, Junge, Alter. Da auf jeden Fall. Ach, egal, ich bring jetzt keinen Tambock-Vergleich. Das ist das Ekelhafteste von allen. Moment, nicht bewegen, du hast es auch im Nacken. Ey, was? Guten Tag, die Friseure haben geschlossen, aber ich habe immer noch geöffnet. Ich färbe ihm auch die Haare. Dann muss ich mal mit Tina Tequila sprechen, ob man das sauber bekommt. Wer ist Alle Tina Sachen, Tequila? Die ich bis jetzt auf den Kopf bekommen habe, ist das ekelhaft. Also alle Sachen, die ich bis jetzt in den Kopf bekommen habe, ist das ekelhaft. Satzbau 1 plus. Am ekelhaftigsten, glaube ich. Am ekelhaftigsten, Satzbau 2 minus. Am ekelhaftigsten, Boah, ist das ekelhaft. Nicht, nicht bewegen. Ja. Oh ja, du geile rote Stute, da stehst du drauf. Das ist ekelhaft. Du magst es. Das ist einfach. Du willst die AdSense-Einnahmen, du musst leiden. Das Ding ist, Gisela hat so recht. So recht. Ich bin auch so froh, dass ich da selber nicht sitze und einfach meine Reactions dazu mache und damit. Jungs, danke für das Geld. Danke. Danke, Mann. Okay, ich putze dich nicht. Dekin will sich übrigens Mercedes von dem Geld holen. Danke, Jungs, danke. Weiter ab, ich finde das komisch. Du findest das komisch? Ich. Okay, und was kommt als nächstes? Widersprich mir nicht, sonst hole ich meine Katze. Du hast keine Katze. Was? Widersprich nicht und leugne nicht die Katze. Aber ich, was hab ich? Du hast keine Katze. Ich habe eine Katze, wie heißt sie? Sag es. Ich weiß es nicht, du hast ja... Warte, Junge, gib ihm doch, was er will. Gib doch Gisela einfach, was sie will. Ja. Wie heißt die Katze? Ich hab eine, sag es. Du hast keine Katze. Ja.
Welchen Namen soll ich denn sagen, wenn du keine hast? Ich weiß, glaubst du, ich hab ne... Du blödes Arschkind, eine Antwort darauf. Tu doch einfach die ganzen Tuben da weg, Bro, was soll denn das? Warte. Ich mach doch... Was? Das ist eklig, wenn das so kalt das wird. Soll... Boah! Willst du nicht echt kurz die Haare waschen? Obwohl, dann bist du gar nicht mehr rot. Aber du willst doch die Roten anziehen. Du musst eine von ihnen werden. Es ist so komplex geworden mittlerweile. Was? Du musst eine von ihnen werden. Wovon redest du? Meldet euch bei dir. Mittlerweile ist ihm das Geschlecht egal. Es stimmt, das hat er selber gesagt. Hä? Provisan, danke schön für das Sub. Hauptsache rot, egal ob Mann oder Frau, egal ob Mensch oder Tier. Soll ich dir irgendwie Alufolie über den Kopf machen, damit das nicht so voll saut? So wie wenn man sich die Haare tönt. Ich will dir doch auch die Haare tönen, damit du rothaarig wirst. Ich glaub nicht, dass es mit Ketchup funktioniert. Wisst ihr, wer gerne Ketchup und Mayo kombiniert? Ich wasch gleich ab. Entspann dich. Wenn wir das alles da drin haben, da kommen ja noch ein, zwei Sachen. Die Hälfte auf seinen Kopf. Wir brauchen irgendwie 250 Gramm von diesem Salatzeug, glaube ich. Dann kommt noch... Einfach rein. Salz drauf. Auf jeden Fall fehlt uns noch die süßere Soße. 2 Esslöffel. Bin sehr gespannt, ob es am Ende schmecken wird, muss ich dazu sagen. Willst du mal kosten? Die Hälfte vom Salz. Klingt so, als hätte da jemand Erfahrung. Zero is Hero, danke für den Zap. Das hat gerade geschmeckt wie so ein alter Husten. Da auf jeden Fall den Löffel nicht abwaschen, passt. Dann kriegst du jetzt keinen Husten mehr. Corona-Schutz ist da, die süß-saure Soße tut's auch. Noch lasst du, ich hab dich angesteckt. Da ist aber jemand froh, dass die Ärztin doch noch kommen. Na Gott sei Dank. Junge. Nee. Meine Alkohol ist auch doch. Junge. Ich will mehr. Nein, nicht noch mehr. Komm, das reicht jetzt. Hallo Reh, wie erinnerst du dich noch an das Budget von 10.000 Euro, was du uns überweisen musst? Ich erinnere mich an kein Budget von 10.000 Euro, Bro. Also, nein, tu ich nicht. Für deine Reaktion, deswegen claimen wir die Einnahmen, deswegen. Jungs, bitte nicht. Dekin will sich unbedingt einen Mercedes holen. Gönnt ihm doch. Du geiziger Jude. Du musst sagen, ob wir checken, musst du, okay? Ich sag vor und du musst checken. Ja. Salatcreme, was ist das? Mayonnaise. Ja. Dressing. Was ist das? Ich mach's noch süßer. Nein, bitte nicht. Komm, das reicht. Nimm ihm das doch einfach weg. Nimm es ihm doch einfach weg. Wirklich, das reicht. Nein. Doch, das reicht. Niemals. Doch, es ist genug. Niemals. Es ist auf jeden Fall genug. Hör auf mich, ich hab Erfahrung mit Scheiße. Guter Foto, ja. Das hast du recht. Erfahrung mit Scheiße. Mikrowelle tun für 25 Minuten. Frage. Was für eine ekelhafte Scheiße ist dieser Salat? Wie in die Mikrowelle? Wer kocht denn in der Mikrowelle, Alter? Was ist das für eine Ekelscheiße? Das wird noch alles da in diese Schüssel passt. Ich habe halt kein Behältnis, wo das alles reinpasst, was in die Mikrowelle kann. Reicht das? Das passt nicht alles da rein. Und jetzt? Nimm das von deinen verseuchten Haaren weg. Du Arschloch. Ich habe aber... Diese weiße? Ich habe eine kleine Auflaufform, die ich für meine Wäscheklammern habe. Die wird vielleicht passen. Ich gucke mal. Du hast eine Auflaufform für deine Wäscheklammern? Ja. Ganz wieder Lebensstil. Dafür verwende ich die. Du Arschlochkind! Nein! Na! Ist gut. Ich habe neurologisch keine Probleme. Okay, wenn der das sagt, dann ist doch alles super. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Du kannst ja auch nicht schreiben, du Arsch. Dann lache ich mal über meine Dummheit. Ja, bei der Hebo werden auch Analphabeten eingestellt. Dann lache ich meiner Stimme. Soll ich so lächeln wie so in Werbungen der 60er? Ja, lächle mal. Ganz wieder Sextraum. Wir haben das jetzt hier reingemacht. Jetzt müssen wir noch diese Brote klein schneiden. Verlieben, verloren. Hallo Lukas, den Revi hat sich noch mehr als dich. Ey! Was? Nein! Stopp! Gisela, nein! Hey! Gisela, wir hatten einen Deal. Tierliste. Platz 3 hassen Revi. Platz 2 hassen Lukas. Platz 1 Tim. Gisela, so und nicht anders. Scheiße, Mann. Und mich hast du mehr als Revi, oder was? Du bist eh ein Untermensch. Genau. Das Wort jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall auf Platz 1. An dir würde ich nicht mal meinen Samen verschwenden. So ein Ding. Oh mein Gott. Ja, da ist wohl das Haarfärbungsmittel an die Tapete gekommen. Oh nein, tut mir leid. Hallo Herr Vermieter.
Also wir müssen jetzt das Brot schneiden. Verlieben verloren. Nein, nicht so viel Pfeffer. Aber ein bisschen ist okay. Piss dich nicht voll, du Arsch. Genau, hab mal ein bisschen Mumm, Alter. Nein, Bar! Junge, wie geil! Das war's, das war's. Du wolltest es. Ich wollte es. Er wollte es nicht, glaube ich. Aber den könntest du eigentlich aufgesetzt lassen, weil dann wird auch die Wand nicht mehr dreckig. Ja, stimmt. Lass einfach auf. Ich stell das auf den Boden. Ich fühle mich wie so eine benutzte Toilettenbürste. Tim, danke fürs Sub. Du bist aber keine Toilettenbürste, du bist der Toilettenabfluss. Warum? Mhm. Weil du so ekelhaft stinkst und so ekelhaft aussiehst. Ja? Schneid das Brot! Ja, ich mache schon. Ich habe sogar Mayo. Alter, Tim, was ist mit dir los? Du hast richtig Angst bekommen, ne? Da hat jemand Respekt vor Gisela. Auf meiner Hose. Wie heißt meine Katze? Du hast keine Katze! Wie heißt sie? Diese Dynamik von den beiden entwickelt sich noch richtig, richtig gut. Die brauchen beide eine WG, Alter. Nicht noch mehr Mayo, nicht noch mehr Mayo, bitte. Nicht noch mehr Mayo! Heute steht der Tim noch drauf. Nein. Du Leckermäulchen. Hast bitte. Du? Ey, ich hab schon Ketchup auf dem Kopf, ich hab Dressing auf dem Kopf. Essig fehlt doch, du hast recht. Essig fehlt nicht. Du hast recht. Nein, bitte, bitte. Du hast recht, da kommen auch keine Ameisen mehr. Ah ja. Ich bin so aufs Endergebnis gespannt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Deine Haare, Digga, ganz ehrlich, ich werde dir eine scheiß Latte, Tim, es reicht. Das besteht eh nur zu 90% aus Mayo und zu 60% aus, ja, wahrscheinlich. Top, Rechengenie ist da. Sollen wir das kurz hier mal... Quick Muffs. ...die ganzen Brote reintun? Ja. Oh. Nicht damit rumwerfen! Mir ist es nicht runtergekommen. Du Arschloch! Es ist nichts passiert. Hab das gesehen? Nein, es ist wirklich, es ist auf dem Stuhl gelandet. Es ist nichts passiert. Hühnchen mit Reis! So, wir tun das Ganze jetzt mal einfach in die Mikrowelle und dann braten wir mal das Hackfleisch an. Ganz seltsames Gericht, Alter. Ganz, ganz... Hackfleisch. Willst du noch was essen? Nein, doch. Also ja, will ich. Warum tut ihr sowas nicht einfach vor dem Dreh weg? Ah, dein Kopf ist ganz versaut. Nein, 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 bitte nicht. Dein Kopf ist versaut. War gut, dass ich Kontaktlinsen drin habe, ne? Das ist mir voll ins Auge gegangen. Schade, ich will dich gerne blind sehen. Der erfahrene Profikoch hier an der Reihe. Und wie? Immerhin weiß ich, wie Mülltrennung geht, im Gegensatz zu dir, du Spast. Oh, exposed. Und das wird Greta von Thunberg gar nicht gefallen. Doch, wie das geht. Wie denn? Plastik zu Plastik und Bio zu Bio. Ich finde, das sieht aber ein bisschen aus wie Gehirn. Vielleicht ist das Gehirn! Oh! Du hast dich in die Beine getreten einfach? Nein, ich... ja, da kriegst du Angst. Ja, ne? Krieg ich auch. Halt mal dein Gesicht in das Wasser rein. In das Spülwasser? Wenn wir zusammen Junge, wohnen... Junge. Wird dir nichts mehr passieren. Ziehen die wirklich in eine WG? Ziehen die in eine WG? Was machst du? Nein! Nein, bitte nicht noch mehr ins Gesicht. Bitte nicht noch mehr. Alter, Alter. Deine Haare sind dreckig. Das geht doch voll in die Hose, Mann. Der arme Tim, das funktioniert doch nicht. Ich mach sie dir sauber. Komm her. Komm. Komm. Passiert ja nichts. Alter. Jetzt ist aber ganz wild hier. Jetzt ist aber ganz, ganz wild. Ich auch. Ja! Nein! Auf! Alter. Ho, das wird homoerotisch. Ja, du Arsch! Moment. Ich müsste es eigentlich boah, so... Boah, es ist so kalt! Ja, das stell dich nicht an. Mehr. Boah, ist das unangenehm. Härter. Mehr. Wieso macht das nicht einfach warm? Ich meine, das ist doch ein Wasser, da kann man doch das Wasser in der Temperatur einstellen, oder? Ja. Das ist gut für dein Gehirn. Föhn habe ich übrigens nicht. Was? Moment. So, wie sieht's mit dem Hackfleisch aus? Das ist fertig. Die Platte ist auch inzwischen ausgestellt. Ja, geil! Warum sind deine Haare nass? Nicht schon wieder irgendwas drauf, bitte nicht, bitte nicht. Also da wir es nicht toasten konnten, mal... Arsch! Ja! Ach ja. Packst du den Backofen, oder? Andere auf rote. Also da wir es nicht toasten konnten... Ja, ja. So wird wahrscheinlich genau alles durch sein, oder? Also so wird wahrscheinlich jedes Stück Brot gleichmäßig geröstet sein, genau. Stell ich es kurz noch in den Backofen. Ich will dich leiden sehen auf einem anderen Level. Nein! Das bleibt unter Verschluss. Diese Krankheit darf nicht ans Licht kommen.
Ich will, dass das Fortnite-Tanz haben. Alfie Hardcore. Diese gut. Ist es warm? Was passiert, wenn das auf die Erde knallt? Und es geht kaputt. Und wir haben kurzzeitig beschlossen, das Rezept umzuändern, weil wir nicht in der Lage sind, das normale Rezept so zu befolgen, wie man es tun soll. Wir werden den Inhalt dieser Backform in die andere große Backform schütten und den Salat einfach backen. Scheiße, den Salat backt man nicht. Der geht das ganze Wasser raus und der vertrocknet. Mein Arbeitskollege hat einen Tripper. Jetzt kommt die erste Salat. Latschig drüber! Ja, ich finde der Kopf los. Sieht so ekelhaft aus, Alter. Jetzt kommt noch das Fleisch. Big Mac Salat, was für ein... Ehrlich gesagt, das wird viel geiler als das normale Rezept. Ja, glaube ich auch. Wir müssen halt erstmal wir ans Werk kommen, weil wir uns mit Essen und Kochen besser auskennen, du. Ich meine, es ist ja primär ein Auflauf, kein Salat, oder? Da ist ja wirklich fast nichts an Salat drin. Hätte eigentlich über das Brot machen sollen. Haben wir noch mehr Käse? Nö. Für wie lange? Weiß ich nicht. Wenn uns einer verurteilt, dann komme ich vorbei und dann töte ich dich. Im Schlaf. Mal gucken, wie der Salat geworden ist. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es jetzt nicht gut. Ja, das geht aber. Das geht aber nicht. So, ihr seht, da ist jetzt, das ist da unser Endergebnis. Also das ist draus geworden. Da muss Pfeffer dran. Ja, ein bisschen Pfeffer geht. Ja. Doch. Finde ich ganz gut, ja. Mhm. Ha! Klar, wir haben jetzt zwar den Sinn und Zweck des Rezepts ein bisschen verändert, aber... Ich hab das komplett reingeschissen. Das Rezept ist gar nicht so geworden, wie es hätte werden sollen. Das ist super geworden. Egal. Egal. Ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Hinterlasst uns wie immer gerne eure Meinung zu dem ganzen Video in den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob das Video... Warte mal, Gassert. ...jetzt eine Weiterentwicklung in unseren Kochskills war es oder eher nicht. Ich muss euch gleich ein Video zeigen. Nee. Ich muss euch gleich ein Video zeigen. Ich muss euch gleich ein Video zeigen. Das sieht so eklig aus. Es sieht wirklich nicht gut aus. Gisela, muss ich ganz ehrlich sagen. So gut schmeckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hoffen, wir sehen uns bei einem von den nächsten Videos wieder. Ich würde es nicht essen. Ich würde es nicht essen. Und hinterlasst uns gerne in den Kommentaren, was wir als nächstes machen sollen. Ich sag dir tschüss. Okay, Leute, passt mal auf. Da ist so viel auf jeden Fall zu Gewitter im Kopf. Grüße gehen raus an die beiden. Sehr, sehr schön. Wirklich nicht schlecht.